So, willkommen zurück. Jäger der Bestien im Blattbahn. Der Toni ist wieder da mit Part 10, müsste das sein. Schloss Kanehurst. Da ist der Shortcut unten. Da unten liegt irgendein Blutedelstein, der wo mich nicht interessiert, weil der ist, glaube ich, mit Gift versetzt. Und das, glaube ich, habe ich noch nie gehört, nochmal. Die können auch ganz schön nervig sein. Immer von hinten oder von der Seite. Und wenn es geht, einzeln, weil sonst wird es schwierig. Ne, sechs ist. Und von hinten hat er auch noch eine Attacke. Da oben war doch etwas, oder ja. Der betäubende Nebel, den habe ich auch noch nicht nochmal. Werfen wir eine Nebelwolke, die die Lebensessenz eines Jägers betäubt. Aha. Also kann man sie nicht mehr heilen. Das braucht man mir nicht, weil PvP spielen wir mir eh nicht in dem. Ja, Projekt da, was ich habe. Das war's dann. Da nehme ich jetzt mal Ludwigs Heilige her. Die ist aber ein besser. Ja, Reiterpalasch. Ist ja wurscht. Den braucht man schon. Ich weiß aber jetzt nicht, ob man den kaufen kann.
Also wir haben uns das Geld gespart, wir brauchen nicht mehr Kaffee, weil wir ihn haben. Ich habe jetzt zittert. Ich weiß nicht wieso. Nobles Kleid. Sonst war's das. Uah. Warum heil mich denn ich nicht? Warum? Ach so, weil ich die Ludwigsheilige mit dem, genau, mit dem Edelstein versetzt ist, der wo man TP abzieht. Wo ist er denn? Ah, genau, ich habe vergessen, in dem Part mache ich den Martyrer Logarius, den mache ich da noch nicht. Ich schalte mir nur den Shortcut frei. Jetzt tue ich mal die Waffen aus, weil sonst brauche ich da. Aber zu viel Blutfiolen. Du kannst mich. War da nicht da hinten noch was? Nein, ist woanders. Da hinten. Ich glaube, das ist nur Rüstung. Ja. Das ist der Shortcut. Schauen wir, wenn ich mit meinem Sägehackball. Ja, es braucht drei Schläge, was sie. Obwohl es mehr aufgewertet ist. Das ist der Wahnsinn da, ey.
Ist aber nichts, ich muss aber trotzdem den Event killen, weil. Da hinten, ja, da ist was. Da glaube ich, ist eh schon die Evelyn. Ja. Da ist auch wieder ein Shortcut, den können wir aber gerade von der anderen Seite nachmachen. Man kann abkürzen. Das zeige ich euch nur. Da drüben ist er. Geh her da, der hilf ich gleich. Müssen nur eine Sache. Die nicht unterschätzen. Also beim Abkürzen möchte ich da auffahren und da rechts oben jumpen. Da hinten vorne über meinen Kopf geht es weiter, aber ich möchte noch mal schauen, es gibt aber eh nichts mehr da. Nein, da haben wir ab. Oh, Scheiße. Gut, das Item war nicht wichtig, aber. Aber ich wollte es gern. Wahnsinn. Schon, wo ist denn der schon wieder? Da ist er. Da hinten ist nur der Rohr. Okay, das war jetzt nicht so wichtig. Aber die Henkerhandschuhe, glaube ich, müssen irgendwo sein. Weil ich mich nur recht entsinne. Ja, die sind wichtig. So. Wo geht's jetzt wieder aus? Finde ich nicht aus, das ist auch nicht mehr normal, oder?
Da geht's aus. Da ist eh nix. So. Jetzt holen wir uns nur so eine Echse. Da lassen wir das einmal da, oder? Vorerst. Der hat nämlich zwei Brocken. Wie viel Heu? 11. Ja, mir findet man da schon noch genügend immenses Albtraum. Ich bin am genau eingelaufen. Ja, ich hab die auch lieb. So, da hinten ist der Bossraum Logarius. Wie gesagt, den machen wir später. Ist jetzt nicht so schwer, aber wenn man stärker kann, ist es einfacher. Da ist nur ein Item, das wo ich mag. Oder käme ich von der Seite nicht hier? Den Shortcut haben wir freigeschaltet. Sieht man das Item von da? Ja, da. Das ist irgendein Gift. Giftblutedelstein oder Giftedelstein, keine Ahnung, wie man sagt dazu. Schau ich aber nochmal. Ach, jetzt weiß ich, was ich da will. Und ich mich schau. Ah, nicht da. Da. Evelyn. Ah, ich kann es. Ich kann es ausrüsten. Man sieht es unten in. Wie sie versetzt in der Mitte. Attributanforderung. Stärke 9, Geschick 11 und Blutfärbung 18. Die Hammer. Und die hat.
Die hat ein S-Scaling, glaube ich, auf Geschick. Also die beste Skalierung, was es überhaupt gibt. Schauen wir mal. Was sehe ich denn das? Das gibt's ja nicht. Ah, doch, dort sehe ich das Attributbonus B. Der verstärkt sich aber. Also der wird höher, desto weiter dann die Waffen aufwertet. Ja, rüst's aus. Und dann verstärkt man es. Weiter geht momentan nicht, aber man sieht jetzt rechts unten Attributbonus. Jetzt haben wir S-Scaling erreicht. Nein, nicht auf Geschick, ich war verzählt. S-Scaling auf Blutfärbung. Also wenn irgendwann einmal lustig ist und mit die Blutfärbung da auf 50 oder 60 auf pimpt und dann zusätzlich nur mit der Knochenmark ausschaut, es ist schon wie eine Waffen mehr oder weniger. So, da kann man aber jetzt dort auch Blutedelsteine ein da. Dann die mal außer, weil wir nehmen die jetzt her. Da auf der GP gewinnt, so wie das eine da. Na, das tue ich nicht. So. Dann geht es jetzt in die Kelche. Und zwar Leiden des Loran. Einer von meinen Lieblingskelch. Kelchritual. Da Leiden des Loran. Da geht uns nur was ab. Das ist der Kaltblutblumensetzling. Den kann ich kaufen, das weiß ich. Da brauche ich 8 Einsichten. Wo hab ich's denn? Da. So, soll ich mir jetzt wieder Blut für den Kaffee für die Kohle? Glaub schon. Das kann ich nicht schon. Dann gehen wir mal rein. Kommt man da noch, gell? Okay. Ja. Hier sollte man am besten die Fackel ausrüsten, aber ich mag. Schaden, da ist irgendwo ein Nekromanzer. Ich sage aber ein Nekromanzer, weil.
weil ich gerade nicht rennen kann. Ja, weil der heißt den Dark Souls auch, also mit den Skeletten. Und das ist einfach ähnlich, solange man den nicht killt. Vier Hits, solange man den nicht killt. Respawnen die Spinnen und die anderen Gegner unendlich. Mit der Fackel schaut es ein wenig besser aus bei dir. Modern Webs, na, das sehe ich nochmal zurücklaufen. Hätte nur einen Schluck gebraucht. Ich bin nicht blöd. Oh Mann. Ich bin da anders gewohnt, dass ich da ein bisschen mehr Damage mache normalerweise, wenn ich da reingehe. Wo war jetzt der? Da ist er. Warte mal, wieder nicht gekommen. Schade, wieso? Ganz oben war der, gell? Ah, da liegt auch noch ein Item. Da muss ich auf. Boah, das war schon wieder sautnapp. So, jetzt schauen wir uns mal die Seite machen. Die Truhe nicht, dass ich wieder vergieße. Das war nicht schlecht. Die drei Blutfiolen. Grabschimmel. Können wir brauchen wahrscheinlich. Ah, da bin ich eine Kämmer. So.
mal markieren, wenn es durst. Du kriegst echt Zustand vom in die Richtung, wo er sich hinbewegt, also wo man ausweicht, das ist teilweise, ja, du verlierst. Weil er genau ab und zu durch tut, du musst das. Oh, Sven, schau dir das an. Ja, spülen und reden, das ist nicht meins. Das ist echt nicht meins. Schau mal, wenn ich nicht so viele Tubs so ein bisschen läuft. Ich muss schon über Treppen auf, weil sonst komme ich nicht hin. Wo ist denn? Da ist. So, die war mir wichtig. Der Rest nicht. Weil die Spinne nicht unter echt noch. Über das ganze. Über das ganze Level. So, ohne ist es so schwer, den windigen Werwolf da. Tust du gar nichts doch. Schau das an. Krass. Schau das an, dann habe ich es gar nicht gemerkt. Da muss aber schon irgendwo eine Truhe sein, weil das nämlich ein Schatzkammer ist da. Da habe ich irgendwas. Ah, ich weiß schon wo. Ich weiß schon, was ich vergessen habe. Da war so ein Tier. Die, wo ich nicht aufgemacht habe. Wo war jetzt die da hinten? Da.
volle. Oh, der Crack Junkie ohne Kass. Die kämen nur öfter und die werden nur schlimmer. So, Ritualblut 4, 1, 1 Stück. Jetzt hau ich aber ab. Schauen wir uns den Boss an, wenn sie es kann, ich mich ja aussupporten. Hä? Ist da noch gar kein Boss? Na? Okay. Dann mal weiter. Soll mir vergift. Sind wir echt aus da ausgegangen, bevor da den Geld hab. Achtung, volle. Das ist jetzt da. Da ein Fallen. Und ein Wolf. Ein Werwolf. Echt jetzt? Ein Fünfer Ritualblut ist da schon rentabel. Aber mehr ist da nicht. Das Und das glaube ich, kann ich mich nur erinnern. So, dann geht's aber nur da auf.
Hinten her. Und das ist scheiße. Die zu zweit, das wird mir zu viel. Zwei schlägt mir nicht. Und ausweichen, wenn er zuhaut. Nicht wie ich. Ah, er ist weg. So. Schauen wir uns den Boss geschwind noch. Dann werden wir auch machen. Oder ist da vorne ein Shot gekommen? Das sehen wir jetzt hier gleich. Ja, da ist noch eine. Schau so. Die Shots kommen da im Leinen Loran, die müssen wir schon abgrasen, weil da liegt nämlich irgendeine Waffe, die es nur da gibt. Das ist die Bestienklaue oder wie es heißt. Ist doch gewesen. Aha. Okay. Boah, das erste Mal, wie ich da war, das war vor allem die Brücke da, das, wenn man da drüber läuft. Also ich finde schon, das haben sie schon geil gemacht. Mann, hey. Glaub, das ist wurscht. Da komme ich nur auf. Ey. Okay, ja, dann kann man super parieren. Sonst ist da nichts gewesen. Möchte aber schon noch da auf. Da glaube ich, wenn ich zurückgehe, komme ich wieder eine Etage höher. Da ist eine Echse, aber meine, die haben nichts gescheit. Sie haben irgend so lauter so Fire Stuff, den wollte ich nicht hernehmen. So. Das mag ich aber schon einmal dahinter. Ohne einfallen.
Ah. Jetzt ist da ist ein Schatzkammer. Das ist mit Sicherheit ein Zeug, den ich noch mal brauchen können. Die ist nicht bewacht, das kann man gar nicht vorstellen. Ah, schau her, der ist so gewisst. Ich hab's so gewisst. Seltsamer Feuerdunst, Blut, Edelstein. Das können wir brauchen. Das können wir auch brauchen, 100%. Was ist da noch? Wie viel haben wir denn jetzt da? Achte. Ein Fünfer haben wir auch schon ziemlich. So, dale. Jetzt schauen wir uns den Boss an. Dann port er mir raus, wenn ich nicht stirb. Und gehen wir zu den Skillen in Traum des Jägers. Außer er ist super easy, dann bleibe ich erinnert. Ach, der geht. Euer oh, Feuer ausgerüstet. Ja. Damage schon wieder. Scheiße, jetzt halt spät dutscht. Ja, man kann da Blutcocktails ja nehmen. Aber ich hab's jetzt nicht ausgerissen. Scheibe, die haben wir umtutscht, das wo ich gar nicht mag. Ja, gewusst, das ist ein Grimmiatscher, dann nehmen wir jetzt Blutcocktails her. Dann werden wir die Mistsau bearbeiten.
nehme jetzt auf die erste Feuerpapier. Genau. Ihr seht es, mit Blutcocktails ist die ja ziemlich easy. Ja, das passt genau. Machen wir jetzt eh einen Cut. Skillen wir nur gemeinsam und dann werde ich den Part beenden. Wie oft kann das? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal. Gehen jetzt 2 mehr auf 1100. 3, 6, 8. Jetzt machen wir schon Damage. 49.200 ungefähr. Jetzt würde ich schon mit zusammenbringen. Ich habe eh so viel. Wie viel habe ich gesagt? 49.600. 20.000, okay. Eins, zwei, ja. Circa 40, das ist schon mal. Das ist schon mal brutal gut, jetzt haben wir schon Stufe 91. Was tue ich jetzt mit dem mit der Kohle? Ja. Schauen wir noch geschwind, ob meine Waffen kaputt ist. Und dann schaue ich noch geschwind, ob ich für die bis zu eine Edelsteine habe. Ich möchte den dauerhaften GP-Verlust, der möchte wegkommen. Du jetzt mehr außer. Was haben wir da erinnert? Nix. Da habe ich gar nichts gesagt, weil ich viel gehabt habe, gell? Das ist Feuer, das könnte ich eigentlich einmal testen. Na, ich lasse jetzt einmal Feuer drin. Das. Ah, das ist der. So, muss da mal da einer. 283. 93. 305. 308, ja.
Dauerhafter GP-Verlust? Na, das merken wir nicht. Ja. Los mal. So viel Zeit muss sein. Leid. Okay. Ah. Muss ich noch schön mal schauen, wenn ich mir die ausrüst. Macht machte Ludwigsheilige. Und die Säge hat bei 462. Alles klar, also 57 Minuten, das passt genau. So, Jäger der Bestien, Freunde von From Software, sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Wir haben vielleicht, sehen wir es in Part 11. Also in diesem Sinne, haut rein. Tschüss.